Das war eine der längsten Hymnen, die in Fußballstadien gespielt werden. Liebe Zuschauer, die argentinische 4 Minuten und 3 Sekunden. Die argentinische Bank und nun die deutsche Hymne. Lächeln setzt sich Hans Beckenbauer, der hier von Dieter Kürten kurz begrüßt wird, zum ersten Mal auf die Bank, ein für ihn ungewohnter Platz. Gestern wurde er 39, vorgestern war er beim Zahnarzt, heute zum ersten Mal in Verantwortung als Teamchef, bewegte Tage für ihn. Und was bringt dieses Spiel? Man ist beinahe versucht zu fragen, was ist normal an diesem Länderspiel? Es scheint vieles, wenn nicht alles, neu zu sein. Neu sind hier die Spieler Honzek mit der Nummer 3, Falkenmeier mit der 6. Nur 4 haben große internationale Erfahrung. Der Toni Schumacher, der Kapitän. Magat mit einem Neuanfang, Rudi Völler, der Bremer und Matthäus. Alle anderen, es sind 7 an der Zahl, haben weniger als 10 Länderspiele auf dem Puckel. Und das ist international nicht allzu viel. Also eine Mannschaft, die sich finden muss. Das Vertrauen in Franz Beckenbauer scheint unbegrenzt zu sein. Das konnte man in allen Vorschauberichten herauslesen, herausspüren. Die Argentinier, eine Mannschaft der Namenlosen, das kann man auch nach den beiden Siegen in der Schweiz und in Belgien sagen. Weisen Sie vor allem auf die Nummer 9, 10 und 11 hin. Der Mittelstürmer Gareca, ein großer, wuchtiger Spieler. Der kleine Boccini mit der 10 und Fabiani, der zumindest im Habitus an den großen Maradona erinnert. Im Tor Pumpido und hier das Mannschaftsbild. Nummer 4, Nummer 5, Garré. Nummer 6, Russo. Mit der 7, Pons. Namen, die uns nicht allzu viel sagen. Eine Mannschaft, die sich gefunden hat hier auf der Europatournee. Bundesrepublik Deutschland. Ist der Torwart, der lange im Schatten stand von Ubaldo Filiol, während auf der anderen Seite Toni Schumacher schon Position bezogen hat. Und die Fotografen, es mögen 50, 60 sein, die vorhin, als Franz Beckenbauer hier vor 10 Minuten ins Stadion kam, den Münchner begleiteten zur Bank. In ganz, ganz langsamem Tempo hier die deutsche Formation, die Angriffsspitzen, Mill und Völler. Im Hintergrund der Mann, Sie kennen ihn vielleicht, Monsieur Würz aus Straßburg, ein international erfahrener Mann. Mit der 10, das ist Boccini. Nach Maradona der bekannteste, der beliebteste Spieler in Argentinien. Honzek. Eine etwas verunglückte Abwehr von Trocero, der den Bremer Rudi Völler anscheinend bewachen soll. Der erste Eckstoß drüben von der linken Seite. Matthäus. Das ist Pumpido.
ist schon 27. Ich sagte es zu Beginn, er hat lange, lange im Schatten des großen Ubaldo Puyol gestanden. Macht sein erstes Spiel auf dieser Europa-Tournee, der junge Islas. War bei den Siegen in Bern und in Brüssel im Tor, aber der argentinische Trainer hatte versprochen, beide Torhüter sollen hier spielen. Strobiani. Bei dem der indianische Einschlag, wenn man ihn in der Großeinstellung sieht, unverkennbar ist. Ein Mann, der Tore machen kann. Frank Mill. Bruns, sein Vereinskamerad. Drei Borussen aus Mönchengladbach heute. Nach langer, langer Zeit wieder mit von der Partie. Guccini. Es ist Brown, der hinten eine Art Stopper spielt, keinen Libero. Er rückt auf bei Freistößen, er trägt die Nummer 3. Frankfurter Falkenmeier mit Fronzek, die beiden Neuen an der linken Seite, und Felix Magath, der einen neuen Anlauf nimmt, sein 25. Länderspiel nach einer längeren Pause. Der Falkenmeier. Will. Alle Argentinier in der eigenen Hälfte. Gareca geht da steil. Der Mittelstürmer wird hier angespielt. Und das Spiel ist unterbrochen. Es gibt einen Freistoß etwa anderthalb Meter vor der Strafraumgrenze. Sie haben hier ahnen können oder besser schon sehen können. Sie erkennen es jetzt in der Wiederholung, wie schnell und direkt sie kommen. Das ist der wuchtige Mittelstürmer, der hier gefault wird von Dietmar Jakobs. Guruchaga, der Kapitän, steht am Ball. Robiani. Und das 1:0. Da stand Toni Schumacher. Biebersteinert, ein maßgerecht gezirkelter Ball. Nach etwa 4 Minuten. Hier haben wir den Torschützen. Nominell linker Verteidiger, aber sie alle können stürmen hier. Gary, nach 4 Minuten. Und es ist das eingetreten, was die deutsche Mannschaft, vor allem Franz Beckenbauer, unbedingt verhindern wollte gegen diese Mannschaft, die in der Defensive so stark, so kompakt ist. Ein früher und Spielminute 0:1. Torschütze für die Nationalmannschaft von Argentinien. Der Spieler mit der Nummer 5, Oscar Alfredo Garré. Oscar Alfredo Garré. Immerhin das Beste an diesem Tor, wenn man dieser Situation etwas Gutes abgewinnen will, ist die Tatsache, dass es so früh fiel. Aber natürlich auch die Frage, wie steckt die Mannschaft diesen frühen Rückstand weg? Ich bin gespannt, wie der Franzose dieses Spiel leitet. Man weiß ja, dass die Argentinier alles andere als zimperlich sind. Rudi Völler, der hier andeutet, ein Foul von Trocero, das war der Trainer, Bilardo, gestenreich. Magath, Bommer kommt und versucht zu köpfen.
Wieder ein Fehlpass. Und wieder kommt der blitzschnelle Antritt. Boccini ist das. Er versucht, ja! Die Abwehrfrau. Boccini. Der Spielmacher. Er hat gesehen, dass der Toni Schumacher viel zu weit vor dem Tor steht und der Kölner kann den Ball dann über die Latte hechten. Das erinnert mich an eine Szene 70 bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, als Pelé einmal mit einem solchen Spitzkick gegen Banks, den großen Engländer, versuchte zum Torerfolg zu kommen. Nicht im Abseits. Sie kommen blitzschnell, sie können zupacken. Toni Schumacher, der hier frontal abwehrt und sie sind schon wieder da, die Argentinier. Eine Mannschaft mit Feuer und Temperament. Eine hungrige Mannschaft, vielleicht charakterisiert dieses Wort, diese Elf am besten. Bremen, Bomber. Und Sick. Der Platz hat drüben. Eine gute Flanke. Welch ein Auftakt auf der großen Anzeigetafel. Fünfte Minute ist dort ausgezeichnet. Das 0:1 und dann vorhin dieser Schuss von diesem Spieler, der hier den Ball führt. Boccini. Der Torschütze. Jakobs. Der junge Frunzig. Argentinier mit einem sehr kompakten, gut gestaffelten Mittelfeld. Und die Deutschen nach wie vor mit ungenauem Zuspiel. Das vierte hier, wenn man das so genau zählen will. Und wenn man schon zählt, dann sollte man die Zahl nennen. Puccini. Ja, man lässt sie kombinieren. Das können sie. Kurz vor Spiel, aber ich bin sicher, irgendwann kommt der öffnende Pass. Auch das beherrschen sie. Hier zum Beispiel. Gareca gegen Bruns. Das gibt wieder einen Freistoß. Das ist ein Mann, den sie El Flaco nennen, den Mittelstürmer. Wuchtige Figur, aber relativ dünne Beine. Er hat einen enormen Antritt. Einer der wenigen Torjäger, den die Argentinier haben. Freistoß Ponce. Ja, da wurde ein bisschen gedrückt und geschoben im Strafraum. Die deutsche Mannschaft hat jetzt auch abseits gespielt, sind alle weit herausgekommen. Aber sie müssen jetzt wieder aufpassen, Bremen. Schnell durchs Mittelfeld, das ist eine der Devisen, die Franz Beckenbauer im Training in der Sportschule Hennef immer wieder ausgegeben hat. Wer kann das besorgen? Magat. Bomber ist an der rechten Seite gestartet. Schön gespielt. Zum ersten Mal hier.
der Szenenbeifall. Und so ganz, ganz langsam müsste der Unparteiische aus Straßburg jetzt einmal Rossero und auch Russo zur Ordnung rufen. Da sind schon einige Raubeine in der Mannschaft. Wieder Magatz. Ein bisschen dicht vor Tor. Sie haben Platz. Schauen Sie einmal, wann wird Boccini angegriffen? Und sie sind natürlich am Ball stark. Südamerikaner verwickeln ihre deutschen Gegenspieler viel eher in Zweikämpfe, wirken aggressiver in diesen ersten 10-12 Minuten. Burchaga ist das. Er kommt vorbei. Und eine glänzende Reaktion von Toni Schumacher. Der junge Kapitän. Er ist 21, schoss in der Schweiz aus einer ähnlichen Situation ein Tor, das Durchsetzungsvermögen in den Zweikämpfen. Ein Riesenplus dieser jungen Truppe aus Buenos Aires. Toni Schumacher hat hier gerettet. Die dritte dicke Chance, ein Tor, zwei Möglichkeiten. Es ist ruhig geworden im Stadion. Erneuter Eckstoß, der dritte. Bommer Bruns, die hier ihren Torhüter abschirmen. Und wieder auf die kurze Ecke. Auch diese Bälle sind nicht ohne. Über Arbeit kann sich der Kölner Schlussmann, der Kapitän, wirklich nicht beklagen. Sofort in einen Zweikampf verwickelt, der Düsseldorfer Matthäus, überhastet, und der Kontakt, Gareca, wo ist da die Abwehr? Toni Schumacher bleibt auf der Linie, sie spüren, da sitzt nicht nur Wucht dahinter, sondern auch Entschlossenheit, das Wissen, dass man etwas kann. Die Mannschaft war umstritten in Südamerika. Horst Köppel natürlich, wen wundert's, im Hintergrund in diesen Tagen. Im Hintergrund Franz Beckenbauer, der Mann, der gefragt ist. Von unten ist der deutsche Masseur Adolf Katzenmeier zum ersten Mal damit beschäftigt, den Lauterer Bremen zu pflegen, der jetzt wieder auf den Platz kommt. Kein Abseits. Rechts ist Bommer frei. Kein Durchblick. Man konnte das in der Totalen gut sehen. Felix Magath ist nun mal kein Kopfballspezialist. Ja, man lässt sie kommen bis zur Mittellinie. Und verliert wieder den Ball. Und wieder ein Foul von Dietmar Jacobs. Wer kümmert sich um Boccini? Man weiß doch, dass er der Lenker ist. Hier. Kann machen, was er will. Bommer schaut jetzt herüber. Bremen übernimmt ihn jetzt. Der kleine Mann ist jetzt praktisch Sturmspitze. Frank Mill. Falkenmeier. Köller ist gestartet. Mill aus der Drehung. Ein Abstoß, aber immerhin. Wir sehen es noch einmal. Der junge Frankfurter mit gutem Überblick und dann
mit dem Innenrist aus der Drehung. Das hätte der Ausgleich sein können. Durch den Frankfurter, den Falkenmeier. Auch das ist im Training geübt worden. Auch hier die erste Variante. Die kurze Ecke, genau wie bei den Gästen. Die meisten hohen Hereingaben etwas zu weit zum Tor. Der lange Pumpido hat da keine Mühe bisher. Ja, das täuscht dieses Kurzpassspiel. Da ist vorne 20 Meter weiter viel unterwegs. Da sind 3-4 Argentinier. Und es wird erneut ein deutscher Spieler behandelt. Und zwar abseits jetzt. Rudi Völler, der Bremer, zweimal unfair genommen. Drüben an der linken Seite. Völler kommt jetzt wieder. Hier ist noch an der Seitenlinie. Sagen. Wie kommen sie da hinten raus? Sie machen es sich selbst schwer. Und jetzt fehlt es nur noch, dass er zum Torwart zurückspielen muss. Ja, da waren 4 gegen 2. Sie hören es an der Reaktion. Frühes Angreifen der Argentinier. So früh sagen darf, vielleicht etwas voreilig, ein altes Übel der deutschen Mannschaft, die Pässe auf die Flügel, die immer wieder gefordert werden, aber wenn da draußen keine Spieler stehen, sondern den Ball hinterherlaufen müssen, dann sind sie immer im Nachteil. Entweder wie hier Völler oder wenn der Gegner dabei ist, dann kann er ihn sehr leicht herausgrätschen. Die Seitenlinien müssen besetzt sein, das hat Franz Beckenbauer seinen Mannen sicher gesagt, aber bisher haben sie es nicht eingehalten. Sprengt sich viel zu viel in der Mitte. Und es gibt Szenenapplaus hier. Ein objektives Publikum. Es würden gut 50.000 sein. Ja, das sieht doch gut aus. Und jetzt starten einen in die Tiefe. Zum Beispiel hier. Lothar Matthäus. Wir haben hier die Szene noch einmal. Das Täuschungsmanöver, ja, er trickst dann, er ist am Pumpido vorbei und dann ist Russo da und klärt.
scheint ihn doch böse erwischt zu haben, den Bayern-Spieler. Ja, und es steht schon ein deutscher Spieler auf, Uli Stielicke, die Alternative im Mittelfeld. Das hat Franz Beckenbauer angekündigt. Aber es muss, es soll nicht so kommen. Matthäus drüben noch am Boden. Beobachte die Szene. Und Seck. Sie sind nervös. Wie anders soll man das interpretieren, diese Bälle in die Beine des Gegners. Gut gespielt, Frank Mill. Völler ist in der Mitte. Sieht man, Jakobs bietet sich an. Fabiani. Ja, das ist fast das, was man den Südamerikanern so oft vorwirft, was die deutschen Spieler da machen. Sie zupfen ihren Gegner des Öfteren am Trikot. Ein Zeichen dafür, dass die Gäste sehr wendig, sehr schnell sind. Boccini. Eieiei. Falkenmeier. Matthäus ist wieder auf den Beinen, aber er wird immer noch behandelt. Rudi Bommer. Schön gemacht, schön gemacht. Allein gegen vier. Bremen kommt jetzt noch. Lothar Matthäus wird wiederkommen. Uli Stielicke darf sich noch einmal auf die Bank setzen. Ja, hier wird zu spät gestört. Man lässt sie spielen. Kurzpassspiel. Man lässt sich ab und zu auch überraschen dann, wenn plötzlich das Tempo gewechselt wird. Konze. Deutschland immer noch mit 9 Feldspieler. Jetzt ist Matthäus da, hier im Vordergrund. Klare Sache. Wohltuend diese Geste, sofort die Entschuldigung von Andreas Bremen, der seinen Gegner da mit Vehemenz in den Rücken sprang. Und Seck. Hat Platz, will er einen Dribbling versuchen, kommt früh in die Mitte. Ja, da wird es natürlich eng, da wird es eng. Felix Magath war links frei. Es sind doch noch viele, viele Missverständnisse im Spiel. Hier ist der Hamburger. Mill. Fünfte Eckstoß, Eckballverhältnis 5:3 für die deutsche Mannschaft. Dietmar Jakobs ist jetzt im Strafraum, aber die Argentinier kennen ihren deutschen Gegner ganz genau. Der lange Brown, der Stopper, ist bei ihm, schirmt ihn ab. Das muss man mal riskieren, man weiß ja, dass der Lauterer sehr hart und platziert schießen kann, aber fast ein Kunststück, diesen Ball aus dieser Entfernung aufs Tor zu bringen.
26 Minuten schon gespielt. Ein bisschen überrascht, vielleicht spricht das doch dafür, dass dieses Spiel alles andere als langweilig ist. Auch wenn die Gäste bisher die Akzente gesetzt haben. Mal Bruns, der die Order hat, wann immer es geht, mit nach vorn zu gehen. Er tut das jetzt auch. Ja, sie versuchen auf Abseits zu spielen. Daher das Zögern beim Hamburger, beim Anlaufen. Der 31-Jährige, der älteste Argentinier, Bocini. Wird nach wie vor an der ganz, ganz langen Leine geführt und er bringt seine Mannschaft mit klugen Kurzpässen, mit Positionswechseln nach vorn. Das ist der Trainer der zweite von rechts war es, ganz links der Arzt. Auch er hat einiges zu sagen in dieser Mannschaft. Villado und Madero. Falkenmeier. Danach Kunstkopfball von Frank Mill. Der ja einiges zu Wege bringt bei hohen Bällen, obwohl er nicht groß gewachsen ist. Viele Tore für die Borussia schon mit dem Kopf gemacht. Hier fast in Rückwärtslage, aber der Ball hatte dadurch auch zu viel Effekt, stieg hoch. Immerhin, es sind einige Chancen da gewesen. Nach wie vor 0:1 Rückstand für die neu formierte deutsche Mannschaft. Abseits, abseits. Magath. Ein Ruf von 50.000 hier Handspiel, das haben alle mitbekommen. Das ist Würz, der zwei Jahre in der internationalen Szene nicht mehr zu sehen war. Gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, sagt er mir, ist 43. Er kann also noch einige Jährchen pfeifen für den internationalen Fußballverband. Grenze nicht bei 48 der Schiedsrichter. Ja, wer wird da schießen? Matthäus, Bruns, beide können knallen. Matthäus! Ball fang da nochmal auf, kam dann so als Hoppler auf den Torwart zu. Aber der Münchner hat ihn nicht ganz getroffen. Das konnte man sehen. Ronsek, Falkenmeier, die beiden Debütanten drüben an der linken Seite.
Ein neuer Versuch, das Spiel zu öffnen. Ist natürlich schwer jetzt. Wo kaum Tempo im Spiel ist, da vorne irgendwie durchzukommen. Immerhin ein guter Zug. Bremen. Mitefei, Boba. Das hat er gemacht. Auch hier wurde der Ball nicht voll getroffen, aber ein guter Zug. Die Flügel an der rechten Seite doppelt besetzt. Gute Flanke. Und dann der nicht ganz geglückte Torschuss. Jakobs hat seine Mühe mit dem. Meine Damen und Herren, eine Information für Gareca. Sie sehen 55.000 Zuschauer. Ich weiß nicht, ob Sie die Ansage des Stadionsprechers verstanden haben. 45.000 sind hier im Rheinstadion. Hier haben wir die Szene noch einmal. Ja, da kann man drüber streiten. Sliding Tackling über diesen Boden. Gareca wieder auf den Beinen. Leicht humpeln. Sie sehen ihn hier vorne in die Angriffsmitte geht. Das ist der Stopper, der da jetzt den Ball führt. Braun, der einzige Legionär, er spielt in Kolumbien. Alle anderen großen Namen sind ja derzeit nicht aktuell. War kein Foul, aber ein energisches Nachsetzen von Rudi Völler, der sich wieder wehgetan hat. Deutschen versuchen es jetzt, vorne enger an den Mann zu gehen. Von Justi zum wiederholten Male. Nur eine Ermahnung oder ja, er belässt es dabei. Die Nummer 2, die übrigens für Ruggeri spielt, der in Belgien vom Platz flog. Auch hier hat der Schiedsrichter unterbrochen, erkennt auf Freistoß für die Südamerikaner. Riskant, riskant dieser Querpass, aber sie sind in Überzahl, wie so oft, in Ballnähe. Kein Foul und kein Abseits. Gareca. Guruchaga. Da wird sehr, sehr schnell gespielt jetzt. Und ist er nach der Möglichkeit. Perfekt herausgespielt, dieses Tor. Das 2:0 kurz vor der Pause. Ah, die Bank. Für mich war Konzi der Torschütze. Da muss man ganz einfach, was heißt hier objektiv sagen. Klasse gemacht. Zunächst wandert der Ball fast aus dem Stand, dann wird das Tempo erhöht. Elegant, da stößt noch einer nach. Es gibt hier einige Diskussionen bei den Kollegen, wer ist der Torschütze? Einige hatten die 9 drauf. Liebe Zuschauer, in der 6:30 Spielminute, der neue Spielstand ist 0:2. Der Torschütze für die argentinische Nationalmannschaft war der Spieler José Daniel. Franz Beckenbauer hatte nach dem Spiel in der Schweiz zu mir gesagt in einem Interview, ich hatte damals ein bisschen dagegen gehalten, die Argentinier seien Weltklasse.
Ich möchte das auch jetzt noch nicht unbestritten lassen, aber er wird sich natürlich nach diesem Zwischenstand in seiner Meinung gestärkt fühlen. Aber man muss natürlich wie immer Ursache und Wirkung sehen, und die Ursache, es bleibt dabei. Diese deutsche Formation, die hier spielt, ist noch lange keine Mannschaft, aber es ist schon beeindruckend, wie diese junge, unerfahrene Gruppe aus Buenos Aires hier auftritt. Die erste gelbe Karte, für meinen Geschmack ein bisschen spät. Russo war der Übeltäter, der Mann, der eine Art Libero vor der Abwehr spielt, was man in Südamerika ja gerne macht. 4 Minuten noch im ersten Durchgang, 0-2. Ja, ich habe mich da wohl ein bisschen vertan. Wolf Töpperwien gibt mir gerade ein Zeichen. Das sind noch gut 6-7 Minuten, die wir haben. Die lange Hymne zu Beginn. Ja, es ist ganz, ganz ruhig geworden im Stadion. Drüben die riesen Transparente, die wir noch nicht im Bild gehabt haben. Lobeshymnen auf den neuen Teamchef. Franz, wir danken dir, und was da alles steht. Kein Grund, sie jetzt einzublenden. Bommer. Der Düsseldorfer noch einer der aktivsten an der rechten Seite. Einer der wenigen, dem man hier ein gutes Prädikat ausstellen kann, wenn man so punktuell urteilen will. Viel Unsicherheit, der frühe Rückstand. Hautnahe Deckung. Da sind wieder 4 Mann, einer am Gegner, 3 Schirme in den Raum ab. Und Bommer, ja, der linke Fuß ist nicht der stärkste. Frank Mill, er kann schießen. Matthäus geht hinaus zum 6. Eckstoß. Und die Anfeuerungsrufe: Deutschland, Deutschland. Bommer. Ja, im Taktum Linienrichter gespielt. Das gilt nicht. Er hatte sich früh oben. Man konnte es ahnen bei dieser etwas verzögerten Flanke. Verständlich, das Pfeifkonzert. Wir haben aus dieser Perspektive, aus der das Nicht-Tor gezeigt wurde, natürlich kein Urteil, aber es war einwandfrei. Die Fahne von Jean-Claude Hirtz aus Frankreich war ganz, ganz früh oben beim Abspiel schon. Da beginnen sie wieder, den Ball laufen zu lassen. 5, 6, 7 Stationen. Garica. Diesmal gegen Bruns. Ah ja, sie holen sich den Ball wieder. Er wirkt eckig, aber er ist unglaublich dynamisch. 1 gegen 4. Ohne Glück. Ohne Selbstvertrauen, der Felix Magath. Wieder der Antritt. Ein enorm gefährlicher Mittelstürmer. Lassen sich jetzt natürlich Zeit in der Schlussphase der ersten Hälfte.
Die ersten Fotografen kauern wieder auf der Kunststoffbahn vor Franz Beckenbauer. 2-3. Das ist natürlich jetzt eine andere Perspektive. Zu Beginn ein fast triumphaler Einzug. Man traute ihm ja fast alles zu und jetzt kurz vor der Pause 0-2 Rückstand. Vorteile gerade, das Fußball sind ja schnell gefällt. Garrica! Wer bietet sich an? Ah, wieder ein Foul. Hat viel einstecken müssen. Der Rudi Völler. Bruns. Das ist eine Devise. Abschluss, schießen aus der zweiten Linie, aber das war natürlich viel zu früh. Das sind allenfalls Ansätze, die man hier sieht. In der deutschen Mannschaft. Rudi Bommer. Magath. Falkenmeier. Da müssten sie noch üben. Da stimmen sie mit mir überein. Bei den Flanken. Egal, ob sie nach Freistößen kommen oder aus vollem Lauf. Mit einer Ausnahme. War da meistens Fehlanzeige im Sturm. Zu kurz, zu nah am Torwart. Wenn Sie das jetzt sehen könnten, hier da stehen bei uns hier unter Land vier Argentinier allein auf weiter Flur im Mittelfeld. Bocini wird gleich den Ball bekommen. Wer kümmert sich um ihn? Wer? Er läuft jetzt ganz gemächlich in die Mitte. Ah, das ist viel zu zaghaft. Man lässt sie den Ball führen. Zögert mit dem Angriff. Die letzte Minute, wenn nicht nachgespielt wird, läuft. Der Mann, der ermahnt worden ist, Giusti, der linke Verteidiger. Ja, ganz klar. Der laufstarke Wirtz kommt da. Ist ja sehr schnell auf den Beinen. Er steht immer noch keine 9,15 Meter vom Ball. Bremen. Hatte Bommer den Ball verfasst und Dietmar Jakobs war dann überrascht, kam nicht mehr ganz unter den Ball. Mehr ein Abpraller, der da über das Tor von Pumpido flog. Die letzten Szenen in diesem ersten Durchgang. Noch einmal die Einschätzung, die ich zu Beginn gebracht habe. Vielleicht etwas wie ein Strich unter diesem Spiel. Ungenaues Spiel, überhastet, nervös. Soll man sagen, ein nachdenklicher Franz Beckenbauer geht da in die Kabine. Das kann jeder von Ihnen interpretieren, wie er will. Rudi Völler 0-2 im Rückstand. Der sich viel umgesehen hat auf europäischen Fußballfeldern, Dr. Carlos Vilardo. Vielleicht haben wir ihn nachher noch einmal im Bild. Ein Tüftler, der im Training Eckstöße, Freistöße, alle Varianten geübt hat. Der nach Europa kam, verlacht von seinen Landsleuten. Sie verloren, sie hatten, glaube ich, in 4 Spielen kein Tor geschossen. Verloren in Kolumbien, 3 Platzverweise. Dann kam Bern, die Schweiz 2-0 in der ersten Halbzeit, eine schnelle Führung. Ähnlich in Brüssel und ähnlich auch heute hier bei den immer noch in Südamerika sehr hoch eingeschätzten Deutschen. Informationen aus dem Innenraum. Der Uli Stielicke soll über die rechte Seite kommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Rudi Bommer, der Düsseldorfer, sich dort noch verstärkt, intensiver
aufhalten wird, in der Spitze spielen wird. Aber das sind Mutmaßungen. Wir werden es sehen in wenigen Minuten. Beide Mannschaften sind bereit zum zweiten Durchgang bei einem 0:2 Rückstand gegen die deutsche Mannschaft. So, liebe Zuschauer, beim Stande von 0:2 beginnt die zweite Halbzeit des Länderspiels Deutschland-Argentinien. Die argentinische Nationalmannschaft spielt unverändert weiter. Bei der deutschen Mannschaft hat es einen Wechsel gegeben. Verletzt ausgeschieden ist Rudi Völler von Werder Bremen. Dafür jetzt neu im Spiel mit der Nummer 15, Uli Stielicke von Real Madrid, der heute sein 43. Länderspiel macht. Ein unkorrekter Rempler von Michael Fronzek. Schiedsrichter erkennt jetzt sogar auf indirekten Freistoß. Vielleicht wieder Sperren ohne Ball gesehen, wer weiß. Falk Meier. Ja, das ist die Situation, die ich zu Beginn einmal, und ich wiederhole mich hier beschrieben habe, die Bälle auf die Flügel, das ist gut, aber wenn halt draußen niemand ist, wenn man hinterherlaufen muss, dann ist das nicht mal eine halbe Sache. Vielleicht jetzt Falkenmeier. Der Bomber passt und der Frankfurter nimmt diesen Ball direkt. Pumpido. Wenn man sagt, er sei auf der Linie fast so stark wie Filiol. Der siebte Eckstoß. Matthäus. Und da hätte es Beifall gegeben, wenn dieser Ball getroffen hätte von Rudi Bommer. Schwierig zu nehmen. Ein sogenannter Seitfallschuss. Im Hintergrund die Lücken, 68.000 fast das Rheinstadion, gut 45.000 sind da. Bruns. Stielicke, Breme geht rechts noch. Bruns. Das war sein starker linker Fuß. Aber auch in diesen Situationen, das ist förmlich zu spüren, die sind verkrampft. Da ist immer noch Nervosität, wenn auch er hat den Ball nicht voll getroffen. Man weiß ja von ihm, wie hart und genau er schießen kann. Hatte freie Bahn. Wenn auch nur für Sekundenbruchteile. Handspiel. Der Ricker beschäftigt drei deutsche Gegenspieler und dann blockiert er den Ball noch. Die
für einen Freistoß. Da hat, Sie haben es vielleicht gesehen, ein Argentinier mit dem Ellbogen gestoßen. 12 Mann auf einer Linie. Die Abseitsfalle. Hier, das ist Senior Villardo. Ein Mitvierziger. Sein Arztberuf gibt er schon lange nicht mehr aus. Auch er war in Kolumbien Nachfolger von Minotti und er braucht, welcher Trainer braucht das nicht, Siege. Denn unten in Buenos Aires ist der erfolgreiche Coach von 78 schon wieder im Gespräch. Magath. Noch einmal Spielicke. Matthäus. Schiedsrichter stand etwa 10 Meter weg. Ganz gemächlich, gute Sicht. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, diese Szene in der Zeitlupe noch einmal zu sehen, wenn der Freistoß schnell gespielt wird. Aber da liegt noch ein Argentinier am Boden. Es war dicht an der Grenze, aber meine Aussage. Zum Glück verfrüht hier der Einsatz. Der Sanitäter, das ist der Arzt, der grauhaarige Herr dort, Dr. Raul Madero. Spezialisten da, Felix Magath, der wohl auflegen soll, Bruns, Matthäus. In der Mauer. Matthäus. Bei den Argentiniern bahnt sich ein Wechsel an mit der Nummer 15 Camino. Das ist ein Verteidiger. Es hat noch nicht festzustehen, wer hinausgeht. Ja, es ist Braun, der Stopper, der da humpelt, gleich ins Bild kommen wird. Hier haben wir ihn. Er hatte schon eine Verletzung am Knie, war in Brüssel mit Ruggeri zusammengeknallt. Die argentinische Nationalmannschaft hat in der 54. Spielminute ausgewechselt. Für den verletzten José Braun, Nummer 3. Neuen Spiel mit der Nummer 15, Julian Camino von Estudiantes de la Plata. Und Rosero macht jetzt den letzten Mann bei den Gästen. Spieler mit der Nummer 4. Von 6, Magath geht mit. Möller kommt jetzt wieder zur Deutschen Bank und das Pfeifkonzert hier drüben. Rosero, der Rudi Bommer da völlig unnötig noch gerempelt hat. Es war nicht im Bild, dass der Ball, diese Flanke von Magath in der Luft von ihm aus war.
Düsseldorfer lief schon auf der Aschenbahn und erhielt dann diesen Schubs. Honzek. Schon zweimal sind mitgegangen. Will. Der Rudi Füller. Es gibt einen Eckstoß. Spielt bisher im zweiten Durchgang eine zurückhaltende Rolle. Vielleicht eine Frage, man sagt ihnen ja nach den Südamerikanern, nach 60 Minuten geht ihnen die Luft so ein bisschen aus, aber das muss ich erst hier noch erweisen. Dazu gehört auch weiterhin starker Druck der deutschen Mannschaft, die für meine Begriffe die Bälle zu hoch, zu einfallslos vors Tor schlägt. Aber wer kennt Alternativen? Garica mit Füßen und Händen. Roma Brehme. Gegen drei. Garica gegen Jakobs. Enormer Antritt. Gubuchaga ist frei. Da ist er. Das tut ein bisschen weh, wenn man das kommen sieht. Naja, dumm zu sagen. Machen kann man da nichts, aber das war zu sehen. 58. Minute. Wie gehabt. Ähnliches mit der Franz Beckenbauer Deck. Wir haben die Szene hier noch einmal. Der enorme Antritt, diese Tempelzeiten. Da kommt der deutsche Abwehrspieler wieder zu spät gegen diesen Rambock, der Jakobs kommt dann in die 58. Spielminute. Diese Flanke, ich hatte schon gesehen. Da hat er sich vorbeigemogelt oder ist es sogar ein halbes Selbsttor von Falkenmeier, der da unglücklich stand. 0:3. Das ist happig. Das ist deftig. Honzek. Das enge, gekonnte Kombinationsspiel. Die Deutschen versuchen es jetzt vielleicht zu kopieren, aber das war nie unser Spiel. In diesem Ausdruck einmal zu verwenden. Stielicke. Der Versuch immer wieder über die rechte Seite nach vorn zu kommen, Räume zu öffnen, aber man muss auch in aller Deutlichkeit sagen, dass im Abwehrzentrum
Ich schaue jetzt noch schön den Schumacher, den Kölner Kapitän, der den Kopf schüttelt, dass im Abwehrzentrum gar nicht stimmt. Der Gladbacher Bruns, der Hamburger Jakobs im Abwehrzentrum. Wiederholt, überlaufen, überrascht, ausgetrickst von den Südamerikanern. Die ausweichen auf die Flügel, die Abwehr herausziehen, die deutschen Außenverteidiger, Brehme, Frontex, sehr offensiv. Aber wenn es dann zum Spiel 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 kommt, dann sind die Gäste doch häufig schneller, ideenreicher und setzen sich durch. Eine gute Stunde ist gespielt, 0:3. Garé, Ponce, Buruchaga, die Torschützen. Meier, gut gesehen, Matthäus. Gut aufgelegt, Stielicke. Hammer. Warum schießt er nicht? Noch einmal, Stielicke. Macht er sich kompliziert. Hätten zwei schießen können. Da schiebt der eine die Verantwortung dem anderen zu. Sie hören es hier von den Rängen. Glänzend gespielt, aber. Da waren 3-4 Züge zu viel. Ja, wo kommt er hin? Wo kommt er hin? Ja. Justi ist jetzt hier mit einer gelben Karte bedacht worden, der Verteidiger. Das sind gute Spielzüge, Uli Stielicke. Mann aus Real Madrid, von dem man ja weiß, dass er ein Hitzkopf ist in diesem Duell. Er soll jetzt Dampf machen. Auch hier clever gemacht. Auf Abseits gespielt. Bocini. Roviani. Ja, da stimmt es in der Deckung nicht. An der rechten Seite war Buruchaga schon wieder auf und davon. Und dann, das sieht einfach keiner. Da stürmen und stürzen sich zwei, drei auf den ballführenden Mann. Einer deckt den Raum ab dahinter und die ganze rechte Angriffsseite der Argentinier ist frei. Eine Einlage. Sie können sich das jetzt erlauben, zu zaubern, das Spiel zu verzögern.
Einige, natürlich haben die Argentinier das Längsspitz bekommen, das da drüben an der rechten Seite mit drei Spielern angegriffen wird. Bonzek, dem gelingt wenigstens ab und zu einiges, dem Gladbacher Verteidiger. Rabiani. Ja, wie sagt man so schön? Die Luft ist raus. Ist es? Ich erinnere mich an München. Ich glaube, das war so 73. Da haben die Argentinier ja auch mal mit 3:0 geführt. Am Ende hieß es dann nur noch 3:2. Ich weiß gar nicht, ob der Franz Beckenbauer damals dabei war. Bernd Kuhlmann hat ein Tor geschossen, das fällt mir so spontan ein. Aber es müsste bald was passieren jetzt hier. Ein Anschlusstreffer. Uli Stielicke. Bommer. Immer noch Bommer. Alexstoß. Der 9. Versuch. Jakobs ist wieder vorn. Ja, Spiel ist unterbrochen. Oh, Fuß hat der Schiedsrichter da gepfiffen, obwohl der Argentinier den Kopf sehr tief hatte, aber das ist eine Auslegungssache. Von seinem zweiten Länderspiel, der Hamburger ohne Glück, will nicht sagen ohne Form. Sein direkter Gegenspieler hat Tore vorbereitet. Garreta, der in der Figur, in der Art zu spielen, ein bisschen an den ehemaligen Hamburger Horst Rubesch erinnert. Ja, leicht gespielt. Auch das ist eine Frage. Ich meine, Franz Beckenbauer hat auf der Bank wohl, ja, den Christian Schreier noch. Das wäre eine Möglichkeit, denn die deutsche Mannschaft spielt vorne in der Spitze, Bommer rechts, Mill links, aber man braucht natürlich, zumal wenn man so klar zurückliegt gegen eine solche Mannschaft, einen Mittelstürmer, einen Mann, der in der Mitte den Gegner auf sich zieht. Wir werden es gesehen haben, ab und zu ist der Felix Magath in dieser Rolle, dass er vorne in die Spitze muss. Frank Mill humpelt, winkt rüber zur Bank, wir haben ihn hier schon im Bild. Ja, die Spieler, die jetzt bestimmt nicht scharf darauf sind, eingewechselt zu werden, egal ob sie Strack oder Schreier heißen. Camino. Frank Mill kommt noch einmal hier links am Bildrand. Und wieder einer dieser klugen, gut getarnten Pässe. Stielicke. Ecke. Und das ist jetzt eine Möglichkeit. Falkenmeier. Glück haben sie nicht in einigen Szenen.
sicherlich einer der couragiertesten und damit schon einer der besten in der deutschen Mannschaft. Direktabnahme, die da von Rossero gerettet wird zum 10. Eckstoß. Der Bochumer Christian Schreier, der jetzt in Leverkusen spielt, macht sich bereit. Kommt vielleicht doch zu seinem ersten Länderspiel. Zum Glück, Sie hören es nicht. Aber wie er sich da gelöst hat, wie er den Dietmar Jakobs da auf 5, 6 Metern zwei, drei Meter abnimmt. Deutsches Spiel ohne jegliche Ordnung. Sie sehen hier das Riesenloch in der Mitte. Entscheidend ist das Manko nicht mehr, aber man müsste doch bei 0:3 im Rückstand versuchen, auch in solchen Situationen in Ballbesitz zu kommen, früher angreifen. Da hat es von Anfang an gehapert. Versuch über den Flügel ist sicher richtig, aber wer spielt vorne in der Mitte, wo die Argentinier so hart zupacken können? Jetzt kommt der Wechsel sicher. Horst Köppel ist unten auf der Bahn. In der 73. Minute der zweite Wechsel bei der deutschen Nationalmannschaft. Verhaltener, passaghafter Beifall. Und neun Spieler kommt mit der Nummer 16, Christian Schreier von Bayer 04 Leverkusen. Er ging mit einer leichten Bauchmuskelzerrung ins Spiel, hatte gute Szenen. Der großen Spieler Matthäus. Oh, ein Knaller. Kein Glück. Es bleibt beim 0:3. Hier ist der Bruns auf seinen Mannschaftskameraden Fronzek, den wir hier haben. Da sollte man meinen, der Ball kommt an, aber Fehlanzeige. Bruns. Camino. 15 Minuten noch. Sie werden es kaum glauben, aber drüben auf den großen Aufgängen, da ist schon die erste Bewegung, die allerersten gehen. Falkenmeier. Felix Magath.
Spiel. Die Argentinier werden gleich noch einmal auswechseln, aber Möglichkeiten zu Toren waren da. Der Pfostenschuss von Matthäus, diese Chance. Rinaldi ist das mit der 16, während wir in der Wiederholung es gibt diese die gute Tormöglichkeit sahen. Er versuchte, den Ball zu schlenzen, der Leverkusener. Marcelo Tromiani, Nummer 11. Und neunter Spielkopf mit der Nummer 16, Roberto Rinaldi und San Lorenzo Almagro. Wir haben jetzt einen Mittelstürmer. Ein Magatschuss. Ich glaube, der erste in diesem Spiel. Mehr als undankbare Aufgabe, da vorne Mittelstürmer zu spielen. Völler verletzt, Mill verletzt. Hoffentlich nicht so schlimm, dass sie am Wochenende ausfallen für ihre Clubs. Fonseck! Mit Haken und Ösen spielen sie. Das weiß man. Ja. Der Blick herüber zum Schiedsrichter, ob er sieht. Magatz. Das kann nur einer. In dieser Manier. In vielen Bundesligaspielen hat er gezeigt. Dietmar Jakobs. Es wird ihn ein bisschen versöhnen. Hier. Man sieht kaum noch gleich hoch, der platzierte Kopfstoß, 78. Minute, 1:3. Der Torschütze für die deutsche Nationalmannschaft. Ein bisschen spät, aber vielleicht gibt es auch nicht. Vielleicht erleben wir noch die eine oder andere Torszene, vielleicht sogar noch einen weiteren Anschlusstreffer. Bremen Magat. Fonseck. Ja, jetzt geht der Schiedsrichter. Das hätte er längst tun können. Zum Torhüter. Und bedeutet ihm ein bisschen mehr Tempo, mein Herr. Puccini, Caruciaga. Ja, und auf die Antwort. Die Hand im Spiel. Er wird auch nicht direkt schießen, der Lothar Matthäus. Jetzt an den Kopf.
Ja, und wieder deutet es hier Würz an, den Ball schneller abspielen. Schreier, Spielicke, Lager links, er will den Ball haben. Bommer. Schlecht zu flanken nach wie vor. Und der Konter. Puccini von Garenka bedient. Noch immer Puccini. Acht Minuten noch etwa, 1:3. Abseits. In der Konsequenz. Ja. Gelbe Karte für Rinaldi. Flanke von Rossero leicht geschubst, dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht, der Leverkusener konnte nicht genau platzieren. Versuchen das Spiel weiträumig zu machen, wie jetzt über Frontex. Schussphase. Torschüsse, ein Pfostenschuss. Hier, schulmäßig, Ball von links mit dem linken Fuß und noch einmal ein Eckstoß. Das ist der 13. Sie spielen noch nach 4 Minuten und ein bisschen. Vielleicht doch noch ein weiteres Tor. Stielicke. Alle Spieler auf engstem Raum da in der Mitte. Ja, eröffnet. Es
Schiedsrichter unterbricht hier eine ungewöhnliche Geste. Da war das Handspiel zum Schutz des Kopfes. Das konnte ich nicht genau erkennen. Sonst hätte er nicht hier Freistoß geben dürfen. Brehme. Jakobs. Das wäre was gewesen. Zwei Tore vom Hamburger Stopper in seinem zweiten Länderspiel. Er hat in der Abwehr alles andere als gut ausgesehen. Das haben Sie mitbekommen. Und auch das keine Frage. Die Südamerikaner haben stark abgebaut in den letzten 15 Minuten. Sie sind konditionell doch wohl ein bisschen überfordert nach dieser langen, langen Reise. Fliegen am Freitag nach Mexiko, haben dort noch ein Spiel. Bocini, auch er mutet sich zu viel zu. Sommer geht steil. Alles andere als schöne Szenen, das können sie ja. Sogar in verteilten Rollen den Gegner zu Fall bringen. Der da eine gelbe Karte hat, der fault nicht. Dann kommt der andere dran. Wenn es ein Kriterium gibt für geschickte Fouls, sie führen sie hier vor. Auch jetzt im Zeitfinden, all das kennt man ja von den Südamerikanern. Aber das soll ich keine Entschuldigung sein, meine Damen und Herren. Die deutsche Mannschaft drückt, ist überlegen, aber es ist eigentlich nur noch ein Nachkarten. Jetzt Christian Schreier in der Mauer. 2,5 Minuten noch. Bruns. Hat einen mächtigen Schuss. Versetzt hier den Gegner. Pumpido. Spiel auf ein Tor. Schumacher fast am Anstoßkreis. Die letzten 100 Sekunden in der regulären Spielzeit laufen. Ich kann mir vorstellen, was manche Kritiker sagen werden hinterher. Dort weitermachen, wo die Mannschaft aufgehört hat in den letzten 20, 25 Minuten, aber ich glaube, damit darf man es nach diesem Spiel hier nicht bewenden lassen. Wir haben uns verabredet mit Kollegen Dieter Kürten, mit Franz Beckenbauer nach dem Spiel unten am Spielereingang. Fotografen scharen sich jetzt zur Hälfte um die argentinische Bank, zur Hälfte um Franz Beckenbauer. Das war zu Spielbeginn noch anders. Noch einmal Konzi. Noch einmal. Ein Freistoß. Zentimeter vor der Linie wird da. Oh, wow, wow. Das ist Günter Bruns. Zum Glück nur eine angedeutete Boxeinlage. Wird dann Schreier in Manndeckung genommen. Matthäus wird schießen. Er macht es sich selbst schwer, hat Glück jetzt, dass er noch einmal aus dieser Spielertraube herauskommt. Der Mönchengladbacher Libero Uli Stielicke.
Wohin mit dem Ball? Wohin mit dem Ball? Ja. Da konnte er nichts für. Er schüttelt den Kopf. Nicht viel los. Burcini, vielleicht dadurch noch einmal eine Chance. Nein, abseits für die Argentinier. Die Nachspielzeit, aber egal wie diese Partie ausgeht, auf 1 zu 3, 2 zu 3. Etwas anderes ist ja im Moment kaum vorstellbar. Unter dem Strich bleibt dabei, haften bleibt dieser happige 0 zu 3 Rückstand. Ein Heer von Fotografen, na, sagen wir es präziser, 30, 40 hier vor den Trainerbänken. Das Spiel ist gelaufen, natürlich. Gelbe Karte für Uli Stielicke noch da drüben, das war wohl die vierte in diesem Spiel. Ja, was bleibt, liebe Zuschauer? Hier noch einmal eine Abseitsposition auch an Franz Beckenbauer. Macht nicht auf Anhieb alles neu und besser. Und für manche vielleicht, da der Teamchef jetzt dem Ausgang zustrebt zu Dieter Kürten, für manche vielleicht ein gar schrecklicher Gedanke. Auch mit Franz Beckenbauer und unter Franz Beckenbauer gibt es im deutschen Fußball viele, viele Fragezeichen. Es ist sicher nicht damit getan, dass man jetzt neue Namen nennt. Natürlich kommt der Karl-Heinz Förster wieder, der Alofs ist da, andere sind da.